Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Einer kleinen weiteren Folge der Old Biofarm. Ja, ich habe jetzt irgendwie momentan richtig Bock auf die Map. Weil es läuft momentan gut, wir kommen gut voran. Und machen heute jetzt hier gerade noch die restlichen Züge im Grupper. Burgerwende quasi. Dann fahren wir gerade unten nachschauen. Und dann können wir hier auch eigentlich schon ansehen. Wobei wir können erstmal ein bisschen Gülle drauf fahren. Dann hätten wir nämlich schon gleich die zweite Dingestufe. Müssen wir gleich mal im Infofenster mal nachschauen. Ja. Und jetzt ganz so weit zurück. Das ist noch der halbe Weg damit auf Reise. Können wir gerade mal hier vorne gucken. Ja, der Häcksler ist abgeladen. Das war noch eine Aktion, Freunde. Das war noch eine Aktion. Wir mussten noch Bretter holen. Weil der hatte hinten mit den kleinen Rädern zu tief gestanden. Also er musste vorne, also hinten einen Zentimeter hoch, dass der vorne an den Verschluss richtig dran kam. Ach, was eine Aktion. Entweder müssen wir uns das nächste Mal einen anderen Platz aussuchen zum Abladen. Boah, ich denke mal nicht, dass man vorher in der nächsten Zeit nochmal irgendwas kaufe. Wir haben nämlich sowieso kein Geld. Die ärmsten Bauern in Deutschland, kann man wirklich erstehen. Nie Kohle. Er hat alles auf dem Hof stehen, aber nie Geld. Boah, ich bin am überlegen, ob man das hier nicht zu einem Feld mache, ey. Dass man das hier durchgehen mache. Oh, langsam nicht, dass wir noch den Weidezahn umfahren. So, einmal noch, dann sollten wir es eigentlich hier haben. Perfekt. So, dann kann man hier durchfahren, dann kann er nämlich hier gleich weitermachen. Und ich gucke mal, dass ich irgendwie nicht die Bäume hier wegbekomme. Und immer ein Kleinholz. Motorsäge. Dann machen wir den ganzen Kram hier weg. Dann machen wir ein durchgehendes Feld. Da müssen wir hin. So, dann fahren wir gerade mal Vorgewinde noch vorne, da hinten. Und dann fahren wir die neue Sinnmaschine holen. Weil die hatte er komischerweise nicht mit auf dem Tieflader. Die hätte noch hinten dran gepasst, aber er hat es nicht getan. Hier ist auch so ein Loch. So, von mir zweimal runter. Und hinten zweimal hoch. Wow, wow, böse, böse. Das hier ist echt ein Loch, ey. Richtige Vertiefung drin. Ja, ein bisschen Raps vergessen. Oh, der ist jetzt weg. Eine Bahn, hinten noch zwei und dann. Weil hier hinten hat er eigentlich schon Platz. Naja. Ich mach das jetzt hier vorne, dass er nicht so weit auf die Straße fahren muss. Deswegen mach ich hier zwei. Oh. Dann setzen wir oben an, dann kann ich oben anfangen. Zur Null müssen wir dann noch eine Bahn nachziehen, falls es nicht langen sollte, aber ich hoffe, dass er jetzt nicht zu weit auf die Straße fährt. Das
Jo, das sieht gut aus. Der kann starten. Wo haben wir dann? Da ist er doch. Ah, wir können auch hinten rumfahren. So, jetzt schauen wir erst mal gerade, ach, benötigt Kalk. Ah. Dann müssen wir das noch zuerst machen. Stimmt, da habe ich schon den Kalkstreuer. Boah, dann müssen wir das zuerst machen. Shop. Shop, Shop, Shop. Da müssen wir Kalk. Pflanzenschutz, Düngerstreuer. Weiß er doch. Und los mit dir. Ja, kaufen. So, dann wollen wir den mal holen. Wir haben zuerst Kalksteuer. Wollte ich eigentlich zuerst ansehen, aber. Dann machen wir mal erstmal Kalk drauf. Kalk ist ja Bio, ne? Wir haben hier Biohof, dürfen wir auch drauf schmeißen. Naja. Kalk in Naturgestein. Dann passt das. Ja, aber die Kommentare kann ich jetzt noch nicht lesen. Und eine Folge habe ich gerade eben erst freigeschaltet. Heute am Dienstagabend, ne? Und die andere ist am Hochladen. Vor Mittwochmorgen. Das ist die jetzt hier schon für Donnerstag. Enge Zeitplan. Wobei, wir können den holen wir den schon dir. Den können wir eigentlich schon in die Sämaschine hängen direkt. Und den schon dir, den alten, den holen wir für den. Weil der steht immer auf dem Hof, nur am Kipper, der kann jetzt mal was arbeiten. Der Gülden hat jetzt doch schon ein paar Stunden Ruf. Das ist 6,1 Stunden. Da müssen wir jetzt schon die holen. Oh, das war falsch. Ja, ich hab's gesehen. Hupe geht. Ha, unser kleiner Kalksteuer. Der passt sowas von auf der Hof, ey. So, dann holen wir die Zähmaschine. Sämaschine Einzelkorn. Der letzte Schreck. Dann sollte die das doch. Unja! Trotz Nanyak. Schönes altes Teil. Passt perfekt. Der kostet 10.000. Kaufen wir. Brauchen wir später keine Miete zu bezahlen. Da ist sie, das gute Stück. Hier steht sie. Ejo. Sollte passen. Oh, perfekt. Perfekt. Müsste ich öffnen, schließen. Reflektoren hat sie auch. Schön. Er schwankt ein bisschen. Aber das soll jetzt keine Probleme sein. Wobei der Güldner ist schon ein bisschen fast zu hoch von der Hydraulik her.
Da könnten wir den anderen Schlepper, den, wo wir uns letzte. Vorletzte Folge gekauft haben. Der kleine. Können wir den mal vorne dran hängen? Der schraubt ja passt auch besser vorne dran. Weil ist. Die steht oben ziemlich weit nach hinten. Müsste. Aber der Oberlenker. Müssen ein bisschen reingedreht werden, dass sie ein bisschen nach vorne kommt. Naja. So, jetzt schnappen wir uns aber erstmal hier, nein. Nein. Ja, die habe ich jetzt mal hier hingestellt. Dann müssen wir noch umräumen. Weil ich hätte gerne hier den Drescher, den Häcksler drin. Dann müssen wir hier den ganzen Kleinkram. Das ist ein Maisgebiss vom Deutz. Bräuchten wir jetzt eigentlich nicht. Aber wir lassen es mal auf dem Hof. Und dann räumen wir das hier um. Das kommt dann hier rein, das Mehrwerk und alles. Und dann kann man hier den Häcksler und den Drescher hinstellen. Wobei ich sehe gerade, die Sämaschine können wir auch verkaufen. Garage. Wo ist sie, die Sämaschine? Sämaschine. Ah, ich wollte schon gerade sagen. So, der Ford schmeißt jetzt Fehler. Den müssen wir jetzt leider mal rausschmeißen. Da war die Lok voll mit Textur, Soundfehler, irgendwas. Da habe ich jetzt mal, schmeiß ich jetzt mal raus. So, dann brauchen wir jetzt nur noch die Sämaschine, die D830 Amazon. Die kann man verkaufen. Davon haben wir jetzt die, passt besser zum Hof. Zur Mähwerke, genau. Okay, das passt. Das sieht gut aus. So. Schon dir. Und hier. Ja, hier habe ich noch die drei Heuballe getan. Die habe ich schon schnell eingesammelt das letzte Mal. Wo bist du jetzt? Wo habe ich denn hingestellt, ey? Ey, weißt du, manchmal. Da finde ich meinen eigenen Kram nicht mehr. Oh Gott, war er doch. Da ist er doch. Na, für alle neuen Abonnenten, das dauert ein bisschen länger, bis es angeht. Kann man noch in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken, ne? Gleich kommt er. Jetzt. Jetzt können wir fahren. Ah, die Hupe von dem. Geil. Ja, ist mal was anderes. Der passt auch so gut zum Oldtimer-Projekt. Ja, dann fahren wir dem jetzt mal eine Kalksteuerhole. Füllen da mal etwas Kalk rein. Unser kleiner Hof. Mitten im Nirgendwo. Wir könnten jetzt Kalk kaufen. Wir könnten aber auch zur Reifeisen fahren. Und da Kalk holen. Aber das wäre dann wieder ein Umweg. Wir holen jetzt gerade ein Big Pack, da geht ja jetzt nicht viel rein. Da können wir jetzt mal ein bisschen Kalk streuen. Ja, und der John Deere hier, der hat keine Heckhydraulik, der ist eigentlich nur zum Ziehen. Für so kleine Geräte oder Kipper. Mehr kann der nicht. Klein und fein.
John Deere. So, schnappen wir uns mal das gute Stück. Marke Eigenbau. Liter. Das ist jetzt natürlich jetzt gerade so wahnsinnig viel. Big Packs. Hafer, Weizen, Mineraldünger, Kalk. 2000 Liter, müssen wir den leer haben. Voll. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, der wird auch so schnell wie er voll ist, wird auch wieder leer sein. Dann ist er nur so eine, ja, kleine Badewanne voll. Aber hat was, ey. Passt irgendwie zum Schlepper. Mal gespannt. Und vor allen Dingen auch auf die Streubreite. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wenn das kleine Ding hier jetzt 12 Meter hat, dann ja, lache ich dann später. Ein schönes Sound der Johnny. Oh, er wird dreckig, wir müssen mal noch putzen demnächst. Ja, der Johnny war bis jetzt nur im Kipper. Jetzt mal aufs Feld mit dem Kalkstreuer. Das ist praktisch das erste Mal, wo der jetzt was richtig arbeiten muss. Vorher nur auf dem Hof gestanden. Und obwohl es jetzt nur Kalksteuer, das ist, sag ich mal, für den ist eine einfache Arbeit. Nichts Schweres. Bin wieder da. So, jetzt fahre ich schon mal ein bisschen weiter hier links. Ich will jetzt mal testen, wie weit er streuen kann. Weil der irgendwas selber Temperatur. Nein. Dingersteuer anschalten, sonst hat er nichts. Nee. Okay. Ja, Oh, der ist schnell leer. Oh. Mal ein kurzes Stück. Wir haben nur noch 76. Das langt doch nicht für eine Bahn. Das langt doch nicht für eine Bahn, das da. Machen wir mal gerade quer. Hoppala. Ja, Freunde, die Badewanne voll, ja, bis hierhin, also, wenn man jetzt das Feld rechnet, muss doch vor jede Bahn entweder hier eine riesen Wand mit Big Packs hinstelle aus Kalk oder irgendwie eine Dauerleitung hier hinlegen. Also sagen wir so, es sieht gut aus, nettes Spielzeug, aber für unsere Zwecke viel zu klein. Deswegen geht er nochmal zurück. Bleibt aber auf jeden Fall im Mod-Ordner, so, ja, just for fun. Die Technik ist ja schon atemberaubend fast, ne? Der ist da unten mit dem Antrieb.
Da, mit der Achse über ein Ketterlaufwerk wird das hier angetrieben. Und dann hier den Teller über das Zahnrad und so weiter. Das ist schon eine einfache, super Technik. Deswegen bleibt immer auf dem Hof. Wir stellen uns irgendwo in die Ecke rein. Aber wie ihr seht, das bringt nichts. Ja, Dann holen wir uns jetzt mal den anderen. Zum Glück haben wir eine Güldner ja schon unten stehen. Und dann holen wir uns die andere Kalksteuer. Ich hoffe, dass man eben auch Kalk laden kann. Das muss ich jetzt mal testen. Na, komm schon. Und müssen wir nochmal testen, ja. Oh, da mal ein bisschen liegen lassen. Habe ich zu spät gesehen. Ja, das Silo muss ich auch noch zudenken, ich weiß. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Keine Zeit, sehr viel beschäftigt. An allen Ecken und Kanten brennt's. So, wo stellen wir den mal hin? Irgendwo. Da können wir hinstellen. Ist schon so sehr eigentlich ganz gut gemacht. Schön mit dem alten verrosteten Rahmen unten. Und ist viel zu klein. So für einen Garten hier von Hausgebrauch, da kannst du den holen. Da langt das so einmal füllen. So, lassen wir mal hier stehen. Den fahren wir dann mal vorne hin. Ich muss mal gucken, was haben wir eigentlich an Milch drin? Tja, schon die erste Glück gehabt. Kurzer Ausflug, aber okay. Ich glaube, Futter brauchen die auch wieder. Das geht noch. Das geht noch. So, was haben wir? Milch. Liter. Ne, da brauchen wir nichts zu verkaufen. Das ist Mist, haben wir 3700. Gülle 600 Liter. 10. Ich würde das ja gerne erhöhen. Aber dann kriegen wir richtig Probleme. Je mehr wir holen, desto mehr müssen wir auch um unsere Tiere kümmern. Und da wir eh schon so viel zu tun haben. Sauberkeit 5%. Da müssen wir nachlegen. Mischration. Müssen wir auch nochmal machen. Wir müssen jetzt ganz dringend Heuballen presse. Heuballen presse, dass wir Futter bekommen. Und sauber machen müssen wir noch. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, Freunde. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ne? Fahrt langsam, passt auf euch auf. Gruß an alle Hunsrücker. Schabach und die wollen in Eifel wohnen. Ehemaliger Hunsrücker, sag ich mal. Wir sehen uns morgen nochmal. Ich wünsche euch was. Hoffe, ihr seid mal alle dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.